Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den Lieferantenwechsel in 24 Stunden. Und zwar in einer Reihe von Videos, heute dann um den vorgelagerten Identifikationsprozess rund um die Marktlokation. Ihr habt sicherlich schon mitbekommen, es gibt da eine Auftrennung des bisherigen Lieferantenwechselprozesses in mehrere Einzelschritte. Vorab identifizieren wir die richtige Stelle, damit danach alles zumindest eindeutig mit dem richtigen Kunden oder der richtigen Wohnung assoziiert ist. Danach der eigentliche Wechsel, der dann innerhalb von 24 Stunden technisch immer abgewickelt werden muss. Dazu machen wir dann noch Videos. Und danach mehrere Stammdatenpakete, die voneinander getrennt auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten verschickt werden. Auch dazu machen wir dann noch Videos. Und natürlich wird es dazu auch bei uns noch weitere Lernprodukte geben. Ich halte auch regelmäßig Schulungen schon zu dem Thema. Das werde ich auch im ersten Quartal dann nochmal deutlich stärker vorantreiben. An sich ist der Wechselprozess natürlich in der GPKE geregelt. Wir haben dann hier auf der Landingpage auch schon die zukünftigen Unterteile der GPKE, ne, 1 bis 4. Ihr seht dann auch hier die beiden Beschlüsse, die hier Anpassungen mit sich gebracht haben. Der eigentliche Beschluss und dann nochmal der von diesem Jahr rund um die Verteilung der Smart Meter Messwerte. Da gab es dann nochmal extra Anpassungen. In der GPKE selbst haben wir im Teil 2 Fokus der Zuordnungsprozesse. Und dann eben unseren Lieferantenwechselprozess. Ne? Also Zuordnung ist der Begriff für schlussendlich den Lieferbeginn oder eben auch dann das Lieferende. Und wir haben dann hier verschiedene Prozesse, ne? Auch Kündigungen, Lieferbeginn selbst, gucken wir uns dann später nochmal an. Hier aber ganz zu Beginn haben wir die Ermittlung der Marlow-ID. Da klicken wir mal drauf. Es geht hier eben darum, dass den Marktteilnehmern, vor allem also den Lieferanten, die Informationen vorliegen, um dann den Wechselprozess anzustoßen. Das soll bitte der Netzbetreiber möglich machen. Also fragt schlussendlich der Lieferant an, hey, wie ist denn die Marktlokations-ID für diesen Fall, für diesen Kunden? Und wenn die Daten, die mitgeschickt werden, möglichst genug passen, muss der Netzbetreiber also die Marktlokation zurückschicken. Hier ist schon eine Sache, die ganz wichtig ist, bei weiteren Anforderungen. Dieser Use Case ist über API-Webdienste zu realisieren. Das ist also nicht so der Standard-Edifact-Weg, den wir bisher schon kennen. Dass also früher ein E-Mail-Anhang geschickt wird, als UTMD hier zum Beispiel. Und dann eben ein E-Mail-Anhang zurückkommt, ne, in der AS4-Kommunikation ähnlich, nur etwas performanter zwischen direkten Server-Kommunikation, diese EDIFACT-Formate geschickt werden. Nein, das wird über einen API-Webdienst, den BDW-API, realisiert und das Ganze auch ziemlich schnell. Der Prozess selbst ist relativ knapp, ne? Anfrage der Marktlokations-ID, heißt also, der Kunde hat sich im Online-Portal gemeldet, ich möchte es gerne wechseln zu dir. Und schickt dabei ja seinen Namen, Seriennummer, Adresse und ein paar andere Daten mit. Und mit diesen Daten würde ich jetzt die Marlow-ID, die Marktlokations-ID, anfragen. Die Marktlokation ist ja die eindeutige Nummer für die Verbrauchsstelle oder die Einspeisestelle. Das ist also ein virtuelles Objekt, was praktisch für die Wohnung oder für die Einspeisung insgesamt einer Solaranlage zum Beispiel steht. Ne? Also das ist in der echten Welt nicht so direkt zuordnenbar. Man kann es sich aber so vorstellen, dass es für die Wohnung praktisch steht, in der verbraucht wird, oder eben für die Stelle, wo die Solaranlage steht und das Windrad steht, wo dann eben auch eingespeist wird. Ne? Die Einspeisestelle und die Verbrauchsstelle, das ist die Marktlokation. Die ist eindeutig, die ID selbst, und deswegen kann die für die schnellen Prozessabläufe danach genutzt werden. Die Anfrage wird gemacht und die Rückmeldung muss dann innerhalb von 2 Stunden kommen. Das heißt, hier steht ja unverzüglich, also gerne auch innerhalb von 1 Minute. Jedoch der späteste Übertragungszeitpunkt, UZ-Übertragungszeit, ist dann 2 Stunden nach der Übertragungszeit von der Anfrage. Wir haben also als Netzbetreiber tatsächlich innerhalb von 2 Stunden zu antworten, dass wir anhand von Name, Adresse, Seriennummer die Marktlokation identifiziert haben oder nicht. Hier stehen uns ein paar Punkte dazu, dass er das auf jeden Fall zu machen hat und dann die Marktlokations-ID mit den zusammenhängenden Tranchen, Messlokationen, Netzlokationen, technischen Ressourcen und steuerbaren Ressourcen-IDs zu übertragen hat. Das heißt, vollständige Daten, die notwendig sind, um danach Wechselprozesse auch umzusetzen, sollen hier mitgeschickt werden. Jetzt ist diese Prozessbeschreibung hier ja relativ knapp.
Und wir wissen noch nicht genau, nach was prüfen wir denn jetzt alles? Ne? Wie eindeutig muss der Name denn sein zum Beispiel? Oder das Datenpaket, was der Versorger schickt. Also gehen wir noch an eine andere Stelle. Wie ihr wisst, gibt es ausgelagert aus diesen Marktregeln die Aktivitätsdiagramme. Das sind praktisch Flussdiagramme, die diese Prozesse auch nochmal darstellen. Denn hier in der GBKE haben wir nur, in Anführungsstrichen, dieses Sequenzdiagramm, ne, wo wir Schritt 1, Schritt 2 und so weiter mit einer tabellarischen Beschreibung ablesen können. Die Aktivitätsdiagramme jedoch, die hier beim BDW gehostet werden, haben dann auch nochmal, wie gesagt, ein Flussdiagramm dazu. Wir gehen hier wieder zum Prozess. Dann steht hier AD, Aktivitätsdiagramm, Ermittlung der Marktlokation, seit die der Marktlokation. Das ist genau unser Prozess, bei dem wir gerade waren. Klick. Und haben hier weiterhin einen sehr schlanken Ablauf, aber mit nochmal ein paar mehr Infos. Na, der Lieferant, der will die Anfrage starten. Er schickt also hier diese Anfrage über die BDW-API und hat hier dann beim Netzbetreiber im Prozessablauf eine Prüfung mit dem Hinweis E-0594, Anfrage vom LF prüfen. Das ist, wie wir alle wissen, ein Entscheidungsbaumdiagramm. Das heißt, wir können da gleich nochmal nachlesen, was genau geprüft wird. Nach der Prüfung kommt die Rückmeldung mit halt der Info, hier ist die Marktlokation oder konnte ich nicht identifizieren. Und dann wird das verarbeitet. Hier wird nochmal darauf hingewiesen, hey, es gibt ein Entscheidungsbaumdiagramm E-0594. Das kopiert man sich jetzt an dieser Stelle und geht zu Ediet Energy. Ja, unsere wunderbare Landingpage. Jetzt gehen wir hier im Moment auf zukünftig gültige Dokumente, weil wir sind ja noch vor dem Inkrafttreten des 24-Stunden-Lieferantenwechsels. Wir suchen dann Entscheidungsbaumdiagramm und Codelisten und gehen da drauf. Dann haben wir hier 805 Seiten. Mega gut. Jetzt ist es in diesem Sinne noch relativ easy, weil wir suchen praktisch hier nur GBKE und dann ist es auch schon der erste Prozess. Ne? Mit hier Ermittlung der Marktlokation, seit der Marktlokation. Ich kann aber auch, normalerweise würde ich das immer so machen, mit der Suchfunktion diese Bezeichnung des Entscheidungsbaumdiagramms aus dieser Auflistung hier mir ziehen. Danach suchen, dann habe ich einmal das Ergebnis hier im Inhaltsverzeichnis und dann noch das Ergebnis in der eigentlichen Auflistung, hier Seite 28. Jetzt gibt es hier so ein paar Vorabinformationen, da gehen wir gleich nochmal hin, ans Kreuz und ein bisschen weiter und hat dann das eigentliche Entscheidungsbaumdiagramm, was ja diese Tabelle ist, mit den jeweiligen Prüfschritten. Und nur mal so zur Übersicht, ne? Schritt 10, Schritt 20, Schritt 30 und dann scrollen wir mal und sehen, dass dieser vorgelagerte Prozess potenziell eine ganze Menge an Prüfschritten hat. Was jetzt in diesem ersten Moment schon darauf hinweist, dass wir hier eine relativ aufwendige Prüfpflicht für den Netzbetreiber haben. Weil diese Schritte hier sind ja alles die Prüfschritte, die der Netzbetreiber jetzt durchzuführen hat. Das soll schon mal ganz intuitiv darauf hinweisen, der Netzbetreiber hat einen Trigger, einen Ansporn, möglichst diesen Kunden auch zu identifizieren. Ja, sonst wäre das nicht so eine lange Liste von Prüfschritten. Und um das nochmal ganz klar zu machen, gehen wir nochmal in diese Prosa-Text hier davor und sehen dann relativ schnell, wie genau das aussieht. So. Wir müssen nicht alles durchlesen, oder das könnt ihr dann machen, wenn ihr die Zeit dafür dann habt. Aber hier, allein in dem fettgedruckten Teil, so Moment, kann man das noch lesen? Ich muss nochmal eins rauszoomen. Unter Einhaltung der Gebot- und Sorgfaltspflicht können logische Zeichenkettenfunktionen, Reihen und Folgen in der Suche verwendet werden, unter anderem die Fuzzy-String-Suche. Hierdurch soll es dem Netzbetreiber ermöglicht werden, Schreibfehler, vertauschte Zeichen, Zahlendreher und so weiter zu erkennen und in der Suche zu berücksichtigen. Also wichtig, ein Schreibfehler im Namen, in der Adresse oder was auch immer soll möglichst erkannt und praktisch überspielt werden. Die Identifizierung darf nur abgelehnt werden, wenn dem Netzbetreiber auch bei Wahrung der gebotenen Sorgfalt dennoch wirklich keine eindeutige Identifizierung möglich war. In der Vergangenheit war das durchaus so, dass wenn der Kunde einen Doppelnachnamen hat und zwischen diesen doppelten Nachnamen ein Bindestrich eigentlich bei dem einen Kunden oder bei dem Netzbetreiber hinterlegt war, und ich als Versorger schicke jetzt einen Lieferantenwechsel ohne diesen Bindestrich bei dem doppelten Nachnamen. Ne? Beim Netzbetreiber ist es mit Bindestrich, ich schicke es ohne Bindestrich, dann konnte der sagen, kann ich nicht identifizieren.
ist absolut möglich gewesen. War noch nie ein guter Stil, sag ich mal, aber gerade so automatische Prüfungen in den Systemen haben das dann meistens erkannt als, nö, ist ja nicht dasselbe. Und damit ist der Kunde nicht oder nicht eindeutig identifiziert. Und dann musstest du im Prinzip entweder bilateral mit dem Marktpartner abklären, hey, was ist denn jetzt anders? Aber eigentlich darf er dir das gar nicht sagen und will dir das auch gar nicht sagen. Oder du musst dann den Kunden zwingen, ey, guck nochmal genau auf deine letzte Rechnung, wie genau dort dein Name geschrieben ist. Das ist also alles sehr, sehr aufwendig und nervig und eigentlich auch sinnlos. Hier wird nun klar gemacht, im Prinzip muss der Netzbetreiber alles machen, um mit den ihm gegebenen Möglichkeiten den Kunden zu identifizieren. Und das ist hier nochmal weiter ausformuliert. Ne? Hier sind verschiedene Sachen dabei, wie zum Beispiel, ne, wenn Adressdaten nicht genau funktionieren, dann kann ich auch Gemarkung, Flurnummer, Flurstücknummer nehmen. Das ist gerade bei Einspeiseanlagen natürlich wichtig, wenn die irgendwo, also ein Windrad irgendwo aufs Feld gebaut wird. Auch über geografische Koordinaten. Straße in unterschiedlicher Schreibform ist zu ignorieren. SZ und SS sehr entsprechend äquivalent zu benutzen und andere Zeichen, Interpunktionszeichen und Co. Und das ist dann genau das Thema mit dem Bindestrich zum Beispiel. Soll ignoriert werden. Groß- und Kleinschreibung sind zu ignorieren. Leerzeichen sind zu ignorieren. Hier, die Umlaute sind praktisch auch anders zu verwenden. Auch weitere Umlaute oder Buchstaben sind entsprechend zu berücksichtigen. Und dann, na, Vor- und Nachnamen kann in Zweifel auch mal vertauscht werden. Auch das gegenprüfen jeweils bei doppelten Namen in der Wohngemeinschaften, wo im Vornamensfeld ein Gesamtname steht und im Nachnamensfeld ein Gesamtname steht. Das entsprechend tauschen. Diese ganzen Varianten, die man kennt, sind vom Netzbetreiber hier zu identifizieren. Der hat dann zu sagen, ja, erkenne ich. Und das ist schon für viele Systeme, denke ich, eine Herausforderung, weil man das bisher oftmals nicht gemacht hat. Naja, und dann ist hier eben abzuliefern. Hier wird dann jeweils geprüft. Ne? Hat der Versorger schon eine Marktlokations-ID? Das wäre der beste Fall. Der Kunde gibt dir schon irgendjemand an. Dann sind wir fast schon fertig. Und wenn nein, hey, dann müssen wir hier weitersuchen. Okay, ist die Adresse dabei? Wie gehen wir dann damit um? Adressprüfung möglichst korrekt machen, ja, und so weiter und so fort. Ja. Und dann muss dann schlussendlich gesagt werden, entweder nein, kann ich nicht identifizieren, klasse Ablehnung, mit den Kriterien war keine Marktlokation ermittelbar, oder es ist dann schlussendlich die, jetzt muss ich noch ein bisschen scrollen, das positive Ergebnis. Hier, Cluster Zustimmung. Übergabe der Malo-ID. Das wäre eine Antwort. Die Malo-ID und der vollständige Datensatz, wie er beim Netzbetreiber gespeichert ist, zurückgegeben. Fertig aus. Naja, und damit haben wir dann die Grundlage für die weitere Prozesslogik. Wenn wir nochmal in die GPKI selbst schauen, sehen wir ja, dass nach diesem vorbereitenden Prozess, Ermittlung der Malo-ID, und parallel, ne, der Kündigung beim Altversorger, danach eben der Lieferbeginn hier ansteht. Und der Lieferbeginn ist ja dann der eigentliche 24-Stunden-Lieferantenwechsel, der dann eben innerhalb eines Wartewerktages, der 24 Stunden sein kann, abzubilden ist. Das ist eine spannende Geschichte. Dazu kommen wir dann in einem anderen Video. Heute soll es eben darum gehen, diese 24 Stunden, die ja schon sportlich sind, zählen grundsätzlich überhaupt erst, wenn die Marktlokation bereits vorliegt, wenn sie bestätigt wurde. Dann schickt erst der Versorger den Lieferbeginn, der dann innerhalb von 24 Stunden abzuwickeln ist. Und das ist natürlich schon eine spannende Entwicklung. Hier zu beachten, aus unserer Sicht, wäre vor allem, dass die Identifikation, die wir gerade uns in diesem Entscheidungsformdiagramm angeschaut haben, innerhalb von 2 Stunden zu realisieren ist. Das heißt, die Datenbanklogik beim Netzbetreiber muss stark aufgebaut sein. Es muss praktisch dann sichergestellt werden, dass diese Namenskonstellation, Straßenschreibung und so weiter, Zählernummer korrekt identifiziert wird. Und apropos Zählernummer, das wäre vielleicht nochmal ganz wichtig zum Sagen. Hier steht der Gerätenummernprüfung. Es sind alle Geräte, das macht mit der Gateways, mit der übergebenen Gerätenummer zu suchen. Führende Nullen sind zu ignorieren, schließende Nullen sind zu ignorieren.
Und eine Identifizierung soll auch erfolgen, wenn ein Marktpartner einen Zähler sendet, der bereits im Rahmen eines Gerätewechsels innerhalb der letzten 36 Monate ausgetauscht wurde. Heißt, außer bei Netzbetreiberwechsel, heißt also, wenn wir den Zähler in den letzten 3 Jahren gewechselt haben, muss auch die alte Zählernummer immer noch identifiziert werden. Ne? Also das ist schon eine deutliche Stärkung der Lieferantenrolle, wenn wir davon ausgehen, dass die Kunden bisher nicht immer korrekte Daten mitschicken. Das ist schon spannend. Also auch die Zählernummer muss nicht perfekt sein. Wir haben hier ein paar Regelungen dazu, dass auch da Fehlerchen absolut erlaubt sind. Und dann praktisch mit der Rückmeldung auf Anfrage hier die Marktlokations-ID per BDW-API zurückgeschickt wird. Der Lieferant hat dann seine Marktlokation und kann im Weiteren seinen Wechselprozess anstoßen. Spannende Entwicklung. Und das ist nur der erste kleine Schritt in der neuen Prozesslogik des 24-Stunden-Lieferantenwechsels. Was sagt ihr dazu? Habt ihr grundsätzlich Fragen oder Anmerkungen zu dem Thema, dann gerne schon mal unten in die Kommentare schreiben. Ich finde den LIFW24 super interessant. Er hat schon so ein paar krasse Paradigmenwechsel, unter anderem die Logik des Lieferantenwechsels selbst und dann das Synchronmodell, das machen wir dann auch nochmal Videos und so ein, zwei andere Themen. Aber im Kern sind das alles sehr sinnvolle Schritte, auch sehr gute Schritte. Und dementsprechend werden wir das hier noch auf dem Kanal ausführlich auseinandernehmen. Ich bin, wie gesagt, für so ein paar Branchenverbände und Stadtwerke und Netze direkt in der Schulung damit beschäftigt, bringe das Thema bei. Wenn ihr dazu noch Bedarf habt oder in eurem Verband, fragt einfach mal an. Dann können wir das bestimmt auch noch umsetzen, auch wenn das erste Quartal 25 schon gut ausgebucht ist in dem Kontext. Okay. Dann, wie gesagt, wir machen noch ein paar Videos zu dem Thema. Eure Fragen gerne unten in die Kommentare und eure Einschätzung dazu, was der 24-Stunden-Lieferantenwechsel so mit sich bringt, auch gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wie immer, like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.